Hallo, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder und wir haben gerade festgestellt, wenn es immer solche Oberthemen gibt, dann ist heute unser Oberthema Penis. Und da du einen hast, darfst du anfangen. Na, vielen Dank. Ja, der Film, über den ich heute vorstellen möchte, heißt Synonym von Nadav Lapid, der lief im Wettbewerb. Und es geht um einen jungen Israeli, Joaf, der im Prinzip nach Frankreich geflohen ist, nach Paris geflohen ist, weil er die Schnauze voll hat von seinem Land, von Israel. Mhm. Er war beim Militär und hat dort Traumatisches erlebt. Und ja, irgendwie klappt aber diese Ankunft in Paris nicht so richtig. Er geht in eine leerstehende Wohnung, duscht und masturbiert erstmal, was man halt so macht, um anzukommen. Und währenddessen wird sein gesamtes Hab und Gut geklaut. Oh, scheiße, okay. Genau, und er sitzt also in einer eiskalten Wohnung, hat nichts mehr am Leib und friert erstmal total. Da er aber zuerst mal nackig durchs Wohnen, durch dieses Mehrparteienhaus gerannt ist und überall so ein bisschen rumrandaliert hat und dann auch noch nackt auf die Straße gesprungen ist, ist ein junges Paar aufmerksam auf ihn geworden. Mhm. Und das hilft ihm jetzt sozusagen, stattet ihn mit Kleidung aus. Er hat dann, das ist ein Hühne von einem Mann und er trägt dann plötzlich so einen relativ albernen gelben Mantel und kriegt auch Geld von ihm und versucht dann eben sozusagen, sich neu zu erfinden in Paris. Genau, das passiert immer wieder mal gerne dadurch, dass er nackt rumläuft. Also es wird wirklich sehr stark auf diesen Penis auch, dieses hünenhaften Mannes fokussiert. Wird gerne immer mal wieder ins Bild genommen. Und ansonsten, ja, ist dieses ein ganz merkwürdiger Film, sehr körperlich, mit einer sehr großen Körperlichkeit, auch mit einer Kamera, die ultra agil ist, die hysterisch im Prinzip auch gar nicht oft auf Menschen fokussiert, sondern auf den Gehsteig fokussiert, weil dieser Joaf, wenn er durch die Straßen geht, immer den Blick gesenkt hält und Synonyme, und zwar meistens negative Synonyme, für den Zustand seines Landes auf Französisch memoriert. Ja, das ist Synonym. Ein sehr sperriger Film. Ja. Ich weiß noch gar nicht. Er hat eine sehr starke körperliche Qualität, also nicht nur aufgrund der permanenten Nacktheit. Aber ich weiß nicht so richtig, wo der Film hin will. Ich bin noch nicht fertig mit dem Film, um es mal so auszudrücken. Das ist hervorragend, weil das passt hervorragend zu meinem Film Jessica Forever, ein französischer Film, eine Art Cine Plus Koproduktion eines Films, den man so überhaupt nicht erwarten würde. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich aus diesem Film mitnehmen soll. Als ich ihn geguckt habe, dachte ich irgendwann so, was ist das eigentlich hier? Und habe es dann im Gegensatz zu meiner Sitznachbarin geschafft, irgendwann diesen Gedanken aufzugeben und hatte dann doch sehr viel Spaß. Jessica Forever ist ein Film, der in einer sehr eigenartigen Dystopie spielt. Was genau das Problem ist, findet man hier raus, nur dass es ganz viele Waisenjungs gibt und die sind alle so hyperaggressiv und werden deswegen von der Regierung oder irgendwas gejagt und man sieht diese Leute nie, das sind immer nur Drohnen, die auch so kleine Gewehrspitzchen haben und dich dann abschießen und diese Jungs sind sozusagen auf der Abschussliste und selbst sind sie auch hyperaggressiv geworden, man weiß nicht, warum das alles stattfindet, warum es da keine Waisenvollzugsprogramme gibt oder so, ist völlig egal. Es wird auch nie weiter erklärt und wir haben Jessica. Jessica ist eine Frau so um die 25, die sich diesen Waisenjungs annimmt. Mhm. Und sie hat schon so eine Gruppe von so 10 Waisenjungs und es kommt Kevin, ein Elfter, hinzu. Und man verbringt jetzt die Zeit mit dieser neuen, interessanten Familie. Jessica, die also ein bisschen wie Jesus so auch die Hand auflegt und die Jungs damit beruhigt. Und diese Jungs, die jetzt versuchen, keine Monster mehr zu sein, aber sie haben natürlich all die Erinnerungen an die Dinge, die sie getan haben und sie wissen, sie sind eigentlich auch Monster. Also hier sozusagen eine, ja, etwas Kontemplatives, fast Kontemplatives, würden die nicht die ganze Zeit schießen, zur Idee sozusagen von was ist gut und böse und was kann man eigentlich machen mit hyperaggressiven, hypermaskulinen Männern, die eigentlich nicht wissen, wohin mit sich selbst. Das Interessante an diesem Film ist, die Penisse in diesem Film, die Männer, sind vollständig asexuell. Und auch Jessica, also Sexualität spielt überhaupt keine Rolle, obwohl es eine Dystopie ist und da eigentlich immer ziemlich viel gevögelt wird. Das ist hier alles sehr clean, weil es geht ausschließlich um sozusagen eine höhere Ebene, die irgendwie damit zu tun hat, dass man sich bereinigen möchte. So, das ist jetzt alles gesagt, das klingt jetzt also sehr philosophisch, aber an sich ist es ein Film, der eine ganz krasse Videospielästhetik hat, sehr eigenartige
auch manchmal sehr billige, splatterige so Special Effects. Er ist ein bisschen trashig, er hat keine richtige Geschichte und er plätschert so vor sich hin. Und man weiß auch nicht so richtig, was macht man jetzt damit? Wo will der eigentlich hin? Ich weiß es immer noch nicht, aber irgendwas ist an dem Film, was ihn, glaube ich, eventuell, zumindest in einem ganz kleinen Kreis, so eine Art Kultfilm machen wird. Okay. Und ich bin gespannt, ob ich jemals drauf komme, was ich mit diesem Film anfangen möchte. Aber immerhin kommt man da aus dem Kino und denkt sich, okay, irgendwas war da. Ich bin irgendwie angefixt und angetriggert. Das Lustige war übrigens, bei den Q&A kamen auch nur so Fragen wie, warum war das und das? Was bedeutet das und das? Und Antworten gab es keine. Also zwei, so sagen wir, enigmatischere Filme, die aber wenigstens irgendwie Eindruck hinterlassen haben. Ja. Und das ist ja auch schon mal was. Und das soll ja auch Kino machen, damit man sich ein bisschen drüber unterhält. Können wir die empfehlen? Schon. Ich kann ja nicht über deinen reden. Ja, also ich kann, also empfehlen, ich weiß auch nicht so richtig. Ja, für die Wilden unter euch sozusagen, für die, die mal was anderes wollen, muss man den schon empfehlen. Genau, also dem kann ich mich auch in Bezug auf meinen Film vollstens anschließen. So, und wild gehen wir jetzt ein allerletztes Mal ins Kino. Wir haben noch genau zwei Filme übrig, die wir uns angucken und berichten morgen nochmal davon. Und dann ist es vorbei mit der Berlinale. Genau. Tschüss.